Hallo und ganz liebe Grüße aus der Backstube. Neben mir ist jemand, dem kann man zumindest in Sachen Olympische Spiele eigentlich gar nichts mehr vormachen. Marcel Hacker, Ruderer. Hi. Hallo, grüß dich. Das sind deine 5. Spiele. Ja. Bist du immer noch so aufgeregt wie beim ersten Mal? Ja, teilweise sogar noch aufgeregter gewesen jetzt, weil war im Vorfeld nicht ganz klar, ob ich schaffe. Und als ich es dann geschafft habe, war es umso schöner und ich war übelst aufgeregt am Tag vorher, bevor ich die Einkleidung bekommen habe. Und konnte auch kaum schlafen, bin morgens um 4 aufgestanden. Meine Frau sagt zu mir, hey, was machst du hier? Ich sage, ich stehe jetzt auf, ich mache jetzt einfach Büro und warte bis um 6:30, dass ich dann wegkomme. Du hast 2000 bei deinen ersten Spielen, hast du im Einer die Bronzemedaille geholt. Jetzt hat es diesmal leider ganz knapp nicht gereicht. Ihr habt euch aber so verausgabt, dass ihr völlig K.O. wart nach dem Rennen. Was war da los? Ja, also wir wussten im Vorfeld, dass es eng wird, das Finale zu erreichen, weil wir einmal zwischen 8 und 9 Boote sind, die das Finale erreichen können und um die Medaille mitfahren können. Und da wussten wir im Vorfeld, wir müssen über unsere Leistungsgrenze hinauswachsen. Was wir dann im Rennen selber auch getan haben und hinten im Ziel nicht ganz gereicht wurde mit Platz 4 im Halbfinale und damit das B-Finale erreicht hatten und uns beide medizinisch anschließend versorgt werden mussten. Meinst du denn, wir sehen dich irgendwann nach Rio nochmal wieder oder war das jetzt der Abschluss? Na, man wird mich sicherlich wiedersehen, aber sicherlich nicht mehr als Leistungssportler. Als Leistungssportler, du sagst es, gutes Stichwort. Gerade ihr als Ruderer, ihr braucht auf der einen Seite viele Muckis, viel Power, viel Kraft, auf der anderen Seite braucht ihr aber auch eine ordentliche Ausdauer. Was ist denn das Spezialrezept, wie ihr quasi eure Energie herbekommt? Es gibt, glaube ich, kein Spezialrezept, sondern einfach muss halt versuchen, dass man im Vorfeld, bevor man zum Training geht, die Speicher gut auffüllt, dass man im Training die Speicher nicht leer fährt einfach, dass man auch genug Reserven noch hat. Weil im Wettkampf ist es schwieriger, die Speicher so voll zu knallen, wenn man in Aufregung kommt dazu, Hunger nicht so richtig und so weiter, dass der Körper trotzdem noch genug Reserven hat, um dann auch in die Reserven ranzugehen einfach. Und das muss man im Vorfeld auch schon trainieren und genug die Speicher auffüllen dafür. Mit was füllst du deine Speicher so am liebsten auf? Gute Frage. Nein, ich versuche mich schon bewusst zu ernähren, auch speziell jetzt in der Vorbereitungszeit mit Müsli, Vollkornbrot, hauptsächlich Vollkornbrötchen, also das ganze Weißzeug, weißen Zucker auch alles weglassen. Wenig Süßigkeiten bis gar keine Süßigkeiten. Da bin ich auch sehr konsequent in der Sache. Wirklich? Ja, da können andere Ruderer fragen, ich bin ja wirklich konsequent, da kann eine Schokolade liegen. Ich sage, okay, ich habe Bock jetzt auf ein Stück weiße Schokolade, dann esse ich ein Stück weiße Schokolade und dann kann die auch 2 Wochen offen da liegen bleiben bei mir. Also das ist dann kein Problem. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich glaube, das liegt am Geschlecht. Okay, ja. wenn du das... Ja, nein, das ist ein Unterschied. Männlein und Weiblein, also es ist so. Ich glaube, die Frauen haben öfters mal einen süßeren Zahn als die Herren. Sehr gut, vielleicht stimmt das. Kochst du auch gerne selbst? Ja, wenn ich die Zeit habe, koche ich leidenschaftlich gern. Was kommt auf den Teller? Mein Sohn sagt immer, Papa, mach mal einen richtig geilen Salat wieder. Und das mit Scampis. Oder ein richtig Beefstreifen dazu oder wie auch immer. Also, da ist der Kreation keine Grenzen gesetzt. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Marcel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei uns warst, hier in der Backstube. Ich wünsche dir für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute und ich hoffe, ich sehe dich nochmal irgendwo auf dem Ruderboot. Ciao. Tschüss.